Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Rolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Derby County gegen Gargant. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen sehr ernst, die wollen zeigen, was sie drauf haben. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie wählen ein konventionelles 4-5-1. Das heißt, es wird viel auf das Mittelfeld ankommen. Da wird sich eine Menge abspielen. Bin gespannt, wie sie das umsetzen werden. Und hier die Aufstellung von Gargant. Tom Heaton ist im Tor. Diego Godin spielt zusammen mit Shane Duffy in der Abwehr. Sebastian Rudi steht mit Brahim Diaz im Zentrum. Und offensiv bieten sie zu Beginn dieser heutigen Begegnung nur einen Stürmer auf. Thank you. Enjoy the game. Das Spiel beginnt. Matthias Swanberg. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. So, was machen Sie draus? Er schießt. Boah, unglaubliche Parade. Stimmung ist da. Ganz tolle Stimmung. Kelechi Iheanacho. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen Sie in Führung. Genau so hatten Sie sich das auch erhofft. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg, er hat den Ball. Das ist jetzt seine Chance. Kein Tor! Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Ah, Ballverlust. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Zieht nach innen. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Lang. Einwurf, der Ball war draußen. Vorne jetzt die Balleroberung.
Oh, gefährliche Szene. Da können Sie vom Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Er gibt den Ballbesitz ab. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Sowas sieht kein Schiri gerne. War das eine Notbremse? Das ist jetzt die große Frage. Aber die Schiedsrichter haben gesagt, nee, das war nur gelb. Haben sie Glück gehabt. Müssen wir so klar sagen, sahen wir auch nach Notbremse aus. Wolf, gibt viele, die da ohne zu zögern rot geben. Super Freistoß. Aber kein Tor, da ärgern Sie sich. Das wäre ein klasse Tor gewesen. Odige. In der letzten Viertelstunde spielt hier vor allem ein Team, das sind die Gäste. Das zeigen auch die Zahlen beim Ballbesitz. Und sie kommen ja durchaus auch zu ihren Chancen. Ich glaube, der Ausgleich liegt in der Luft. Im Moment haben sie den Ballbesitz nicht. Gegenangriff erstmal. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Brooks. Brahim Diaz. Könnte der Ausgleich sein. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Tyler Adams. Ja, Nacho. Das macht er sehr gut. Brahim Diaz. Guter Pass jetzt. Ja, das hätte was werden können. Ja, Nacho. Matthias Swanberg. Mit Auge. Der Ball läuft richtig gut. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Den Zweikampf führt er sehr gut. Ist schon vorbelastet und geht dann so hin. Keine gute Aktion. Schiedsrichterin pfeift sofort das Foul. Gelbe Karte und das ist nun schon die zweite in diesem Spiel. Klar, muss also raus, muss runter. Das war natürlich eine sehr, sehr unglückliche Aktion.
Kongonda. Ja, weg ist der Ball. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Der Versuch. Traumtor! Da zieht er einfach mal ab und dann passt das Ding auch noch. Unfassbar! Klasse Tor. Hier ist die Wiederholung. Ja, das ist schon eine ordentliche Entfernung, aber da stimmt einfach alles. Der passt und ist am Ende auch nicht zu halten. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Gute Leistung vor der Pause von Brahim Diaz. Das hat alles einen starken Eindruck gemacht. Die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Jetzt kommt der Schuss. Gehalten. Macht er gut. Jetzt kommt die Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Ja, energischer Vorstoß. Die Chance jetzt. Kein besonders guter Abschluss. Die Chancenerarbeitung, die stimmt bisher, aber die Verwertung ist extremst ausbaufähig. Brahim Diaz. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Gute Chance. Gute Chance, aber weiter. Macht er ganz sicher. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Ecke kommt in den 16er. Sie bekommen den Ball nicht weg. So, die Chance jetzt. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Da kommt die Ecke. Gudin kann klären nach diesem Eckball. Da schießt er. Guter Versuch, aber kein Tor. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Jetzt der Fehler. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Sie versuchen es und da wären sie fast belohnt worden. Um ein Haar der Ausgleich, aber das Gestänge ist im Weg.
gehalten, aber sonderlich schwierig war das am Ende ja dann auch nicht. Sie holen sich den Ball. Brahim Diaz. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein. Weiter geht's mit einem Schiedsrichterinnenball. Ja, Nacho. Sehr gut aufgepasst. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Chance für den Konter jetzt. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Die Fans wollen den späten Ausgleich, stehen noch mal wie ein Mann hinter dem Team. Da ist die Chance. Gefährlich, immer noch. Sie geben nicht auf. Nur noch zu 10 sind sie. Aber das ist ihnen egal. Ausgleich, da ist das Tor. Sie sind wieder da. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Chance lebt noch. Aber was macht die Abwehr da? Erst die schöne Parade, aber dann pennen die. Dann bekommen sie den Ball nicht raus. Logische Konsequenz, dieses Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. So, geht hier noch was oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Von Gonda. Kurz vor dem Schlusspfiff steht hier eine knappe Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel. Spricht im Moment vieles für sie, keine Frage, Wolf. Ein Tor sind sie vorn, aber darauf darf man sich natürlich nicht ausruhen. Aber die Mannschaft weiß, wie man so einen Vorsprung erzielt. Dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt auch mal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke.
Ecke kommt in die Mitte. Gefahr bereinigt. Da ist er alleine durch. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Klasse vom Verteidiger. Blockt die Flanke ab. Ein Tor jetzt nach der Ecke, dann ist das Ding durch. Kurz gespielt. Jetzt können Sie es entscheiden. Wenn der drin ist, ist hier alles gelaufen. Aber wir sehen es ja, kein Tor. Riesenchance. Kein Tor, Wolf. Unfassbar. Ergebnis und es war ja auch eine harte Entscheidung. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie, ist immer da, immer zur Stelle, übernimmt Verantwortung und hilft der Mannschaft damit natürlich enorm. Nicht nur heute bei diesem schönen Sieg.